Gestern bin ich schon ein gutes Stück weit gekommen. Ich habe gestern komplett noch einmal rumgenäht und habe dann schon die ganzen Stecknadeln rausgenommen. Das hat den Vorteil, ich dicht man sich auch weniger. Der Sack, der hält jetzt schon an sich sehr gut von alleine. Und ich zeige dir jetzt mal, wie so eine Naht aussieht. Also das ist jetzt schon eine doppelte Naht. Und wie du siehst, ist das nicht perfekt, aber die Naht ist doch sehr stabil. Und ich will dir auch sagen, warum das so ist. Denn erstens sind die Abstände sehr gering, also ich nähe sehr geringe, also die Fäden, die liegen sehr nah aneinander. Und dann alle paar Stiche ziehe ich den Faden, das Nähgarn richtig fest. Man kann da auch richtig ordentlich ziehen, weil das ist richtig stabil. Da passiert nichts, das geht nicht kaputt. Alle 5 bis 10 Stiche mache ich dann noch extra in Knoten rein. Das sieht dann so aus. Ich steche von oben durch. Und ziehe dann hier so eine Schlinge. Ziehe das dann richtig fest. Und mache dann nochmal extra 1 bis 2 Knoten rein. Also hier nochmal so eine Schlinge durchziehen. Und das ist dann so eine Art Rücksicherung. Weil jetzt kann ja sein, dass durch Reibung mal so ein Faden aufgeht. Und der kann dann immer noch so weit auftrudeln bis zum nächsten Knoten. Also ist so eine Naht, so eine Handnaht sogar noch sicherer, noch fester und noch stabiler als eine Naht, die mit einer Nähmaschine einfach durchgehend gezogen wurde. Heute werde ich hier weiter nochmal rumnähen. Und im Prinzip die Naht werde ich dreilagig machen, also 3 Nähte nebeneinander. Damit werde ich noch heute zu tun haben, morgen noch. Also alleine um den Sack richtig stabil in die Sackform zu bringen, habe ich schon noch die nächsten 2 Tage zu tun. So wie es aber jetzt aussieht, geht es gut voran. Wenn ich dann damit fertig bin, wird es dann etwas kreativer. Dann kommt dann der Boden rein langsam. Und dann sehen wir weiter. Wenn es so weitergeht, dann wird mich dieser Seesack nach Kanada begleiten im Juni.